Hallo, hier spricht Otto. Otto, euer Onkel. Können wir heute bei euch rüberschauen? Okay. Okay, dann kommen wir so in 20 Minuten. Ding Dong. Ah, was ist das für ein Lärm? Oh, ihr seid schon da. Ja, ich und meine Frau nehmen es mit der Pünktlichkeit echt ernst. Hier ein Satz macht mal Platz für die Gäste. Egal, wisst ihr, wir können uns auch auf den Boden setzen. Hallo, Tante, hallo, Onkel. Hallo, kleine Susi. Schrei mich doch nicht so an, Mama. Aber wir haben Gäste. Und zu Gästen muss man höflich sein, nicht wahr? Okay, ich komme. Mama, wo sind die Essenssachen? Ich wusste, dass nachts ein Räuber da war. Onkel Otto, kannst du ihn bitte einfangen? Ja, ich versuch's, Alexa. Oh nein, die kleine Susi ist wieder umgefallen. Ja, ich weiß auch nicht, was mit ihr los ist. Okay, ich mach mich sofort auf den Weg. Auf des Aufsatz. Okay, Lisabelle. Tschüss. Wo kann er denn nur sein? Da ist er. Haha, mich kriegst du nie. Schnell hinterher. Wusste ich's doch, du kriegst mich nie. Haha. Aua. Schnappt ihn euch schnell. Ich komme. Okay, ihr habt mich. So, jetzt haben wir dich. Komm, rückt schon raus, wo hast du das Essen hingetan? Das werde ich nie sagen. Zum Glück haben wir einen Polizisten in unserer Familie. Ja, das stimmt, Alexa. Zum Glück, zum Glück. Jetzt auch langsam. Habe ich was verpasst? Bestimmt nicht. Ich leg mich wieder hin. Ich bin jetzt auch schon ganz, ganz müde. Noch kein Essen seit einer Minute. Weltuntergang.